Nimm die Schaufel. Westklippe. Ah ja, natürlich, da kann ich mit der Schaufel, brauche ich ja gleich den Haken zu. Also ich bin blöd. Das, da wäre ich nicht drauf gekommen, die Schaufel, ja, vielleicht wäre ich irgendwann drauf gekommen, die Schaufel mal mitzunehmen. Jetzt hier rüber zum, jetzt können wir ja hier rüber zum Händler, dem wir seine Waffe abnehmen und damit kommen wir dann dort weiter, wo wir landen. Das ist ein guter Tipp. Dass der einfach nicht schießt. Und hops. Rüber mit dir, Super Mario. Jetzt haben wir eine Schraufe, jetzt können wir ja da durch. Brauchen wir nicht unbedingt einen Haken für. Da müssten wir mal den Knopf springen. Ja. So, hier geht's jetzt lang. So, die Mimik von da schießen. Das ist ja mal schön. Wenn das mal klappt. Okay, jetzt nehmen wir es. Könnten wir uns mal mitnehmen. Wenn wir da mal hoch bzw. runter kämen. Das Huhn müssen wir hier mal mitbringen. Da weiß ja schon Ending, dass das hier reinpasst. Ich knie mich lautstark an. Hier im Dunkeln sieht er wirklich rot aus. Mit großer Macht geht große Verantwortung einher. Also tat Zwergi das Offensichtliche. Finde und töte diese Kreatur, die ihn vor Jahrzehnten erschreckt, vor Jahren erschreckt hat. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Es war wirklich tot. Das war zu erwarten. Ja, echt tot. Bitte süße Rache. Ich habe bewusst die Kopfhörer abgenommen. Ich wusste es. Diesen Jumpscare hat man kommen sehen. Das war... jetzt haben wir hier noch eins und dann haben wir eine Reihe voll. Den Fortnite-Bus finde ich immer noch toll. In einer parallelen Dimension, in der es keine Schrotflinten gab. Auch hier wurde jetzt die Schrotflinte weggenommen. Wie schade. Man müsste Hugo spielen. Gut, tapferer. Wir müssen Hugos Abenteuer fortsetzen. Jedoch schon, dass die Aussparung dort und tun das Huhn in die huhnförmige Aussparung hinein.
Oha, es hat 4 Bomben. Das Huhn schwank mit den dunklen Mächten mit und verwandelte sich in eine Monstrosität, der anstelle von Eiern Bomben legte. Huhn des Untergangs. Ein 80 von 100. Aha, haben wir da unten was freigeschaltet. Am selben Tag, der so weit unten ist, wir sind ja unten. 10,32 Jahre alt, alle Helden. Die Explosion ließ Huhn nach Hause fliegen. Nee. So sieht Hugo aus. Aus dem war der Hinweis. Die war vorher nicht geschlossen. Ach so, da kommt man dann in die Schatzkammer. Okay. Lass mich hier gerade von der kompletten Lösung leiten. Ich hätte es vergessen, sie haben aber diesen speziellen Durchgang. Okay. Aha. Über Mollys Mutti drüber. Und weiter nach links. Sieht jetzt gerade auch nicht so aus, als wenn wir die Prinzessin zurückbringen wollen. Okay. Ah, hier ist die Truhe. Ach, scheiße. Das ist blöd. Wie kommen wir da jetzt wieder hoch? Vielleicht so irgendwie. Das ist ja die Truhe. Jetzt sind wir hier wieder. Gehen wir noch einen kleinen Umweg. Hier kommen wir natürlich nicht hoch. Hier ist der Weg versperrt. Das ist jetzt natürlich dumm gelaufen. Wie kommen wir da wieder hoch? Gar nicht irgendwie. Und angelst der Schurke. Scherge. Also den hat all die Piranhas gefangen. Auch schön. Machen wir hier auf, falls wir da noch mal vielleicht was wir brauchen. Da kommt man, glaube ich, von unten nicht mehr durch.
von der anderen Seite. Ah ja, hier. Oh, dieser Schatz war vorher nicht hier. Lass ihn heraus. Oh, ach du Scheiße. Das habe ich nicht erwartet, mein Herz. Oh, also hierhin ist das Mimik gegangen. Ach, Mensch, Spiel. Mensch, Spiel. Das war doch jetzt nicht nötig. Das war doch jetzt nicht nötig. Oh Mann. 11 Monate später. Die Mimix wussten, dass Hugo von großen Kisten sexuell angezogen wurde und nutzten dies aus. Nachdem Mimik ihn gesehen hatte, legte sie Eier an das Haus von Hugo. Dies ist die Geschichte von einem dieser Mimix. Aber ich bin selbst ein Mimik. Können wir jetzt schreien? Können wir nicht, oder? Mami, ich hol dich ab. Mimik zu Mimik. Das wäre auch noch ein Ending wert, aber ich glaube nicht, dass das eins gibt. Die Mimiks schreien sich gegenseitig an. Das Mimik-Baby holt dich, kommt dich holen. Du hast einen Modi. So, jetzt will ich nach links gehen zum Wasserfall. Den Modi wieder nach Hause bringen. So klappt das nicht. Können wir auch nicht runter, oder? Verdammt! Ich wollte links rein, da gab es doch eine Sache, wo man... Genau da, das war ja die... Idee. Ah, aus. Das Bombe- und Greifhaken war es, was wir mitnehmen wollten. Jetzt rüber. Können wir jetzt easy hoch. Das sollten wir zumindest können. Das sollte kein Problem mehr sein. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Wenn wir gleich hier raufklettern können. Auf der Seite. Komm, das ist auch noch blöder. Ja, das ist mein Fluchtplan. Vorbei am dunklen Not. Ne, keinen Schaden mehr nehmen. Geht's ja nicht hoch. Wenn wir hier irgendwie drauf könnten, aber sind wir zu schwer. Tja. Hier können wir nicht durch, weil wir kein Schwert mit haben. Thank you.
Oh nein, nicht in Lava. Ich sehe es noch passieren. Nein. Okay. Geh mal da drüber. Verdammt. Okay. Und wir haben Leben dabei gehabt. Wir haben jetzt die Prinzessin nicht mehr, oder was? Oder haben wir die Prinzessin noch dabei? Haben wir die jetzt geopfert, die Prinzessin? Ich bin mir nicht mehr sicher. Der Verkäufer will sie nicht haben. Falls wir sie noch haben. Ah, doch, die Prinzessin haben wir hier. Oh, öffnet sich eine Tür. Warte, was ist das für ein Ort? Da bin ich mir auch nicht sicher. Was? Was wie ein normaler Laden aussah, war in der Tat das Hauptquartier einer Mafia, die vom kriminellen Mastermind des Ladenbesitzers geführt wurde. Und von war sein bester Auftragsmörder. Nachdem Modi nicht mehr im Spiel war, geriet das Königreich schnell in die Hände seines wilden Kapitalismus. Silber oder Blei? 78. Aha. 3 Jahre später. Oh, neues Skin. Dachte noch einmal über seine früheren Verbrechen nach. Er beschloss, etwas zu tun, um sich selbst zu erlösen, wie ein neues Abenteuer zu finden. Das Haus.